Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. In den letzten Parts haben wir uns tatsächlich gar nicht mehr so viel upgraden können, heute jetzt aber schon wieder. Und zwar will ich ganz gerne Link eine neue Charakter, oder nicht eine neue, aber eine verstärkte Charakteraktion geben. Für die Lanze oder auch für den Zweihänder. Und ich habe mich für den Zweihänder entschieden, machen wir erstmal den. Und ich will dann gleich auch eine Mission spielen, wo ich eben Link mit dem Zweihänder benutzen werde und wo wir dann gucken können, wie sehr seine Charakteraktion verstärkt wird. Auf leeren Magen kämpft man nicht. Der Fleischer in Athenor war tief beeindruckt, als er von der Freiwilligenarmee erfuhr und möchte sie mit Fleisch versorgen, um die Moral zu heben. Hilf ihm, seine Fleischvorräte aufzustocken. Dadum. Hey! Hey! Hitza! Du hilfst dem Fleischer, Fleischer die Freiwilligen zu versorgen. Zu seiner Überraschung nimmt er am Training teil. In seiner Jugend war er selbst Soldat und so bringt er allen den Umgang mit den Zweihänder bei. Ich finde die Geräusche von Link. Hitza! So cool. Erleichtert das Ausweichen, bevor du schweren Schaden erleidest. Erleichtert das Ausweichen? Okay. Das habe ich nicht erwartet. Also jetzt habe ich quasi einfach Ausweichen plus oder wie. Weil das ist ja sogar auch ein Effekt, den man auf Waffen draufhauen kann. Dass man eben leichter ausweichen kann. Und das hat jetzt Link einfach dauerhaft oder wie. Okay. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann kann er auch ein bisschen häufiger Attackenhagel bekommen. Sowas wahrscheinlich. Deswegen ist, glaube ich, ganz okay. Ich habe auf jeden Fall diese Mission hier ausgesucht. Ein Echo Ganons. Wird mich auch sehr interessieren, diese Mission. Und ich muss ja eben gleich Link nehmen sogar. Und Urbosa. Bisschen komisch. Aber ist halt in der Wüste. Deswegen wahrscheinlich Urbosa. Und Link halt deswegen, weil es halt Link ist. Denke ich mal. Aber ja, auf jeden Fall natürlich mit Zweihänder. Ich muss mir da auch mal einen stärkeren eigentlich machen. Ich habe immer noch nur die Farmwaffe hier. Ich habe nämlich eigentlich viel stärkere Zweihänder. Obwohl, nee, ich habe gar nicht so. Ich hatte mal. Ich habe die wieder weggeworfen oder reinkombiniert in andere Sachen. Weil ich da halt eh zu faul bin, das jetzt schon zu machen. Ich will halt eigentlich warten, bis ich mit jedem Charakter am besten eine Waffe mit einer Grundstärke von mindestens 70 oder sowas habe. Die ich dann wirklich zu einer sehr, 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 sehr starken Waffe machen kann. Und jetzt habe ich halt irgendwie noch nicht so das Interesse daran, meine jetzigen Waffen irgendwie abzugraden. Weil das sind ja eh vergleichsweise schwächere. Und ich werde ja... Ich glaube nicht, dass es noch so ultra lange dauern wird, bis ich da vielleicht ein paar mehr von solchen super starken Waffen bekomme. Mit Grundstärke 70 auf Stufe 1 schon. Und deswegen will ich mir halt jetzt das noch ein bisschen aufheben eher. Und halt dann die, halt im Prinzip, wenn ich dann so eine starke Waffe bekomme, damit ich halt dann die gleich direkt auf Stufe 20 oder noch höher hoch pushen kann. Das ist mir halt lieber, als jetzt schon in diese Waffe hier viel reinzutun, die ich ja eh nicht bis zum Ende behalten werde. Wisst ihr? Deswegen bin ich da jetzt irgendwie zu faul, meine aktuellen Waffen abzugraden. Bei Koga zum Beispiel habe ich schon ein bisschen mehr gemacht. Oder auch bei dem Master Schwert von Link. Weil das Master Schwert werde ich dafür immer behalten. Oder auch den Lichtbogen von Zelda. Oder eben die Waffe von Koga, weil das ja schon eine ultra starke ist. Wenn ich aber noch keine ultra starke habe, dann habe ich da irgendwie nicht so die Motivation, da die Waffen arg zu upgraden. Weil ich ja das eh noch später machen will. So, wisst ihr? Aber okay, egal. Genau, ich hätte noch Rodonit-Stirnband zu zeigen, aber wir machen das anders, wenn ich schon ein komplettes Set habe und vor allem eins der coolsten überhaupt, dann will ich mal das komplette Wildnis-Set mit Link benutzen. Yay! So wie wir ihn alle kennen und lieben. Wunderschön. Nice. Und Urbosa, ja, hat halt ihre Waffe einfach. Ist sogar stärker als die von Link. Wird vielleicht gar nicht so einfach, die Mission jetzt, aber das schaffen wir schon. Vor allem Link mit seinem grünen Gewand, da kann eigentlich gar nichts schief gehen, oder? Ich denke nicht. So, besiege. Okay, zwei muss ich besiegen. Irgendwo zwei größere. Ich könnte hier ein bisschen Spezialangriff aufladen. Weiß gar nicht, was dafür gut ist, ehrlich gesagt. Zack. Ich kann schon, glaube ich, ein bisschen Herzen jetzt hergeben. Ja, aber ich werde jetzt hier wahrscheinlich leicht getroffen von den blöden Exile-Fossen. Ja, ich glaube, die Vierer-Kombo ist ganz gut, ja. Wenn ich ein paar Gegner vor mir stehen habe. Ich habe aber halt ein Zeitlimit, ich darf jetzt hier nicht zu viel rumbluten. Ich will aber zumindest einen Spezialangriff heute kommen. Urbosa geht mal zum anderen gleich mal hin. Zornwächter. Ist das auch ein Zornwächter? Ja, okay. Ja, das geht aber eigentlich. Zornwächter. Also ein einzelner Wächter, einen alleine zu bekämpfen, ist okay. Auch wenn es ein Zornwächter ist. Das ist eigentlich kein Problem. Bam. So, und stopp. Okay, 5er-Kombo. Das war die 4er-Kombo, verdammt nochmal. Die ist auch okay. Aber 5er-Kombo wäre mir jetzt lieber gewesen. Egal, passt schon. Ne? Wir haben das jetzt gemacht. Das war voll interessant. Ich bin genau gleichzeitig mit ihm runtergekommen. Deswegen dachte ich jetzt schon, ich würde safe getroffen werden. Aber irgendwie habe ich es geschafft. Ach komm, habe ich es geschafft auszuweichen. Oder einen Attackenhagel sogar zu bekommen. Keine Ahnung. Was mir übrigens aufgefallen ist, was ich ein bisschen komisch finde, irgendwie, ist, bei Link ist es ja so, egal was für eine Waffe er hat, auch egal was für eine Waffenart, Zweihänder, Einhänder oder Lanze,
seine Module funktionieren immer gleich. Egal, was für eine Waffe er hat, richtig? Ich glaube, das dürfte so sein. Bei Zelda ist es ja anders. Wenn Zelda ihren Lichtbogen hat, oder halt die Lichtkraft, wie auch immer, dann sind ihre Module ja auch anders. Das finde ich ein bisschen komisch irgendwie, dass das bei ihr so ist, aber er denkt nicht. Ja, komm, block mal einfach ab. Ein bisschen macht schon... Leute, der Zornwächter kann den Laserangriff abbrechen? Das wusste ich gar nicht. Sehr interessant, okay. Ein bisschen verstehen kann ich schon, weil bei Zelda ist es ja so, wenn sie halt das Sheikah-Modul hat, dann ist es ja auch ein bisschen besonders irgendwie so. Und die funktionieren dann auch ein bisschen anders und die haben ja auch ein bisschen Synergy quasi und ein bisschen Kombos kann sie damit machen. Mit ihren normalen Angriffen oder mit ihrer speziellen Fähigkeit, weil sie kann ja... Ich bin so schlecht. Ja, das war so dumm. Jetzt habe ich mich nur aufs Reden konzentriert. Das ist so kacke zu reden und währenddessen irgendwie versuchen auszuweichen oder so. Ich krieg das einfach nie hin. Vollidiot. Ja. Komm, ich habe so viele Äpfel. Mann, ey, richtig dumm. Mach mal rum, wir einfach. So. Auf jeden Fall, ich wollte erklären, wenn Zelda zum Beispiel Gegner mit ihrem Stasis-Modul anhält, kann sie ja dann, das habe ich ja eben gelernt, kann sie ja ZR drücken, ihre Charakteraktion, um dann, wenn sie wieder rausgehen, oder halt um dann Stasis sofort zu beenden, was aber halt dann viel Schaden macht bei Gegnern. Und da ist sie eigentlich so ziemlich die Einzige, glaube ich. Mann, ey. Weil sie halt auch den Sheikah-Stein als Waffe hat. What? Was war denn das für ein Angriff? Wo sie mit den Modulen, wenn sie die einsetzt, noch mit ihrer Charakteraktion halt irgendwie eine Combo machen kann. Kein anderer kann das, glaube ich. Jetzt ist der Mob übrigens da, scheiße. Mann, das ist dumm. Ich stelle mich ja an wie der letzte Depp. Oh, wo kommen denn die jetzt alle her? Jetzt habe ich ja doch ein bisschen viel Stress. Das ist schon nicht so einfach gegen so viele Gegner auf einmal. Vor allem Link mit dem Zweihänder, ich kann mit ihm echt nicht so viel. Irgendwie. Also ich finde zwar ihn mit dem Zweihänder nicht schlecht, aber mit dem Einhänder ist er halt eine Million mal besser, finde ich. Ich finde ihn sogar vielleicht mit der Lanze besser, weiß nicht sicher. Ja, die ist auch nicht so mega voll, keine Ahnung. Ich kann ihn mit dem Zweihänder auf jeden Fall nicht so gut. So, zack. Jetzt kommt der eine auf. Fuck. Machen wir Bombe einfach auf den einen. Okay. Bam. So. Der Zornwächter kam jetzt aber auch noch. Das ist ein bisschen kacke in der Mission irgendwie. Weil ich so am Anfang stand noch dran, besiege 2 Gegner in 10 Minuten. Jetzt sind es besiege 7 Gegner in 10 Minuten. Also ich habe nicht mehr Zeit. Es sind zwar neue Gegner hinzugekommen, aber nicht mehr Zeit habe ich bekommen. Das ist ein bisschen fies. Aber na gut. Na, warum ist er jetzt nicht sichtbar geworden, der Schwache? Nicht früher von dem anderen. Scheiße. Nee, okay, es hat sogar funktioniert, oder? Ich wurde gar nicht getroffen, weil ich kann mich ja gleich heilen. Halt dich. Okay, passt. So. Jetzt wurde ich aber noch von dem Exil fast getroffen. Ernsthaft? Das gibt's ja gar nicht. Muss so Bosa jetzt eigentlich gegen 2 Wächter kämpfen? Weil da ist jetzt gerade im Stand doch dran, dass... Ich schicke mal Link auch hin. Dass ein Blitzwächter erschienen ist, oder? Selbstverständlich. Ah, nee. Ich hab doch reflektiert. Ja, was will ich denn da jetzt eigentlich machen? Link! Das ist ja wieder sehr fair, die Mission. Mann. Ja, ich muss die Beine denen abhauen, das hilft nichts. Warum ist es immer so, dass wenn ich Obosa nehme, dass ich dann total reinscheiße? Das gibt's doch gar nicht. Das ist total der Fluch einfach. Dass mit Obosa einfach nie irgendwas funktioniert. Okay, Plan. Ich lade mit Link meinen Spezialangriff noch mehr auf. Vielleicht sogar 2 leisten. Oder alle 3 vielleicht sogar. Das wird aber zu lange dauern. Und ich laufe dann mit ihm einfach rein, hau die Spezialangriffe raus. Ach, die fucking Exile-Fosse hier. Hau die Beine von den ganzen Wächtern weg. Wenn ich 3 Spezialangriffe auf alle raushaue, dann dürften, glaube ich, alle Beine weg sein. Und dann können wir das hinkriegen. Zack, bam. Okay. Kurz mal heilen, Link. Okay. Hier sind noch genügend kleine Gegner, wo ich das schön aufladen kann. So. Ich darf jetzt noch nicht zum Nader hingehen, weil ich will die noch nicht andocken, die Wächter. Noch nicht. Umdrehen am besten, dann sehen sie mich bestimmt nicht. Wenn ich sie nicht angucke. Nein! Ach Gott. Okay, Level up sogar. Ja, das ist eigentlich schon gut. Aber
Wäre sogar besser gewesen, wenn ich jetzt zuerst noch meine anderen Spezialangriffe rausgehauen hätte. Jetzt wurde ich von hinten getroffen. Mann, ey. Ich will alle drei auf jeden Fall erwischen. Link. Kann der nicht ein bisschen jetzt wieder... Was macht denn der jetzt da hinten eigentlich? Ich habe halt auch nicht mehr so viel Zeit, deswegen ich muss jetzt alle drei erwischen. Los. Okay. Ich hoffe, ich treffe alle. Ja, ich glaube schon. Bam. Okay, gut. Alle anhalten und 5er-Kombo. Alle ein bisschen treffen und dann danach gleich nochmal Spezialangriff und das Ganze noch 2 weitere Male. Und dann dürfte es passen. Also ich hoffe, dass dann die Beine weg sind von denen. Glaube aber schon eigentlich. Zack. Ja, der eine, okay, vom einen sind sie gar schon weg. Zornwächter halten ja, die Beine von Zornwächtern halten ja auch deutlich mehr aus als von normalen, auch als von Blitzwächtern. Von normalen natürlich noch eher. Aber Zornwächter haben schon ziemlich gute Beine. Und die halten da viel aus. Ja, von beiden Blitzwächtern irgendwie schon alle Beine weg. Oder zumindest so viele, dass sie am Boden liegen. Bam! Okay, sind sogar schon fast tot. Aber der Zornwächter, bei dem halten die Beine noch ein bisschen durch, ja. Muss noch ein bisschen aufpassen. Ich hab nur den Laser-Sound gehört. Da hab einfach panisch Spezialangriff gedrückt. Okay. Ich muss eigentlich jetzt zuerst auf die anderen gehen, ja. Fuck. Okay, stopp mal den und kill den mal schnell. Liegt der jetzt? Okay, der andere ist sogar auch schon am Boden. Ja, weil sein Schwachpunkt ist dauerhaft sichtbar. Fuck. Das ist auch eine gute Taktik, oder? Einfach den Charakter wechseln. Ach Mann, aber das ist trotzdem riskant, weil Obosa ist halt jede Sekunde tot. Puh. Wenn jetzt mal einer von denen zumindest noch sterben könnte, das würde helfen. So. Bam. Okay, das reicht. So, jetzt haben wir es aber gleich. Eieiei. War jetzt aber doch noch stressiger, als ich dachte, die Mission. Stopp. So. Ah, ich bin noch gerade ausgewichen, komm. Mann. Ja, irgendwie machen die voll wenig Schaden? Oder habe ich Links Mechanik noch gar nicht ganz verstanden? Ist es so, dass wenn er... Weil ich habe ja... Der Angriff von mir wurde auch irgendwie nicht abgebrochen. Mein ZR-Angriff. Ist es so, dass er da Super-Armor hat? Quasi. Um in Smash-Sprache zu sprechen. Dass sein Angriff gar nicht abgebrochen werden kann? Mach mal. Mach mal nochmal. Typ. Jetzt mach halt. Ich würde es... Ja, jetzt hätte er gemacht. Das will ich mal austesten. Ich weiß es gar nicht sicher. Weil ist es auf jeden Fall so, dass das sein Angriff nicht abgebrochen werden kann und dass er weniger Schaden nimmt währenddessen, wenn er gerade im Zornmodus ist. Ich lass mich jetzt mal voll treffen. Zack. Ach, das wusste ich ja gar nicht, dass es so funktioniert. Das ist ja voll cool. Okay, also ich nehme schon normal viel Schaden, aber das ist halt nur temporärer Schaden und ich kann mich dann heilen. Einfach. Deswegen, man kann mit Link, mit dem Zweihänder, einfach, hier ist seinen komischen Zornmodus oder wie man das nennen will. Den kann man einfach spammen. Und man kann einfach quasi das ja dauerhaft machen, auch wenn ich jetzt getroffen werde vom Laserangriff. Ist ziemlich wurscht, weil ich kann mich das danach gleich wieder einfach hochheilen. Ein bisschen riskant ist natürlich schon, klar. Aber Spezialangriff kann ich mich ja auch hochheilen, genau. Ist schon eigentlich halbwegs sicher. Das wusste ich gar nicht genau, dass das so funktioniert. Da seht ihr mal. Wieder was Neues gelernt. Aber ja, er hat ja quasi Super Armor. Seine Angriffe können nicht unterbrochen werden. Und er nimmt halt nur temporären Schaden. Wenn er da gerade irgendeine mega heftige ZL-Kombo macht. Das ist schon ziemlich cool. Das war mir nicht bewusst. Dann ist der Zweihänder doch nochmal besser, als ich dachte. Okay. Aber es ist ja, wie gesagt, das Coole an dem Spiel. Ich lerne immer wieder neue Sachen. Das wurde mir ja gar nicht als Tipp von euch, glaube ich, geschrieben. Das habe ich jetzt einfach selber hier herausgefunden. Weil mir das gar nicht klar war zuvor. Weil ich halt nur so selten mit dem Zweihänder auch gespielt habe irgendwie. Weil Link hat halt eben 3 Waffen gleich, 3 verschiedene Movesets im Prinzip. Deswegen kenne ich die ein bisschen schlechter wahrscheinlich als bei anderen vielleicht. Habe ich auf jeden Fall nicht gewusst zuvor und jetzt neu gelernt. Genau, hier bei der Mission haben wir übrigens auch Terrako-Teile erhalten. Jetzt dürfte eigentlich wieder eine neue Mission auftauchen mit Terrako-Teilen. Jetzt habe ich dann 31 damit. Und 19 fehlen halt noch und es gibt keine weiteren Missionen mehr mit Terrako-Teilen. Deswegen hoffe ich, dass da bald dann wieder, oder jetzt sofort vielleicht, eine neue auftaucht. Mal gucken. Nee, es kommt nichts Neues tatsächlich. Okay, dann muss ich erstmal warten. Anscheinend. Oder habe ich irgendwo eine übersehen, wo man Teile bekommen kann? Ich glaube nicht. Also muss ich wirklich erst warten, bis wiederum halt irgendwelche neuen Missionen auftauchen, wo ich dann mehr Teile bekommen kann. Oder warte mal.
Wahrscheinlich sind es dann eher welche mit höheren Leveln. Doch, hier zum Beispiel. Lauernder Schrecken. Habe ich gar nicht gesehen davor. Okay. Ah, und hier sogar auch. Okay, dann gibt es noch ein paar mehr. Und hier auch. Okay. Und hier auch. Ich habe nichts gesagt. okay, dann können wir vielleicht noch sogar eine von denen machen. Eventuell. Welche ist denn von denen am attraktivsten? Lauernder Schrecken. Mit Mifa. Ich muss Mifa nehmen. Gegen Milliardenwächter. Aber ja, Mifa ist ja auch ziemlich gut, finde ich. Machen wir das mal noch, ja. Gib ihr mal wieder ihr Reckengedulds. Jo. Und dann fangen wir einfach gleich mal an. Vielleicht schaffen wir heute auch mal wieder 3 Kampfmissionen, wenn die jetzt halbwegs schnell geht. Aber mal schauen. Das sieht schon ein bisschen aufwendiger aus, die Mission. Aber mal gucken, das wird schon. So. Das ist erstmal ein Nanowächter schon mal. Ich finde die Nanowächter gar nicht so einfach, weil ich die nicht so genau kenne. Irgendwie. Zu langsam. So. Ja, aber okay, so schwer ist es jetzt nicht, ne? Man kann vor allem sehr viel von seinem Schwachen abziehen. In sehr kurzer Zeit. Liegt aber auch ein bisschen an der halbwegs starken Waffe von Mifa, glaube ich. Ja, der ist aber ein bisschen fies, der Angriff, wo er einfach nach vorne läuft und dauerhaft mich weglasern will. So, okay. Und stirb. Ich überlege jetzt, ob ich mir meinen Spezialangriff aufgeben soll mit ihr, falls ich dann gleich Schaden nehme. Aber ich kann ja hier eh Äpfel benutzen, ne? Ja. Ne, komm. Ich muss es tun. Es ist ein bisschen verschwendet vielleicht. Aber okay, ich sehe gerade, das Zeitlimit ist sogar ziemlich streng eigentlich. Ich muss in 10 Minuten 10 Wächter besiegen. Also pro Minute einen. Die kleinen Wächter zählen zwar auch dazu und sind ja ziemlich leicht zu besiegen, aber trotzdem, das ist schon halbwegs eng. Die Karte ist halt auch ein bisschen größer. Und ich muss teilweise halt ein bisschen einfach entlang latschen. Wie jetzt hier zum Beispiel, ohne dass ich irgendwelche neuen Wächter besiegen kann. Also ist schon halbwegs eng. Ach komm. Ja, das ist jetzt ein bisschen kacke. Fliegender und laufender. Und ich habe keinen Spezialangriff mehr. Das ist ein bisschen eklig. Stopp. Ich sehe jetzt nämlich nicht, was der Fliegende macht, leider. Nee. Mir geht es gut. Naja, geht so, Mifa. Jetzt wurdest du auch getroffen, leider. Scheiße. Nein! Wie wurde ich jetzt eigentlich wieder getroffen? Stopp mal. Das eigentlich dumm war, der Zeitpunkt. Aber ich habe ein Bein abhauen können. Ja, fuck, aber... Nicht gut. Stopp mal nochmal, ich muss mit Beine von ihm abhauen. Vor allem jetzt, weil ich den Fliegen nicht erwischt. Scheiße. Ja, warum nehme ich eigentlich keinen Apfel? Komm. Mach einfach. Okay. Jetzt liegt er eh schon am Boden. Ist gut. Jetzt machen wieder beide. Wenn beide so kurz hintereinander machen, dann kann man halt nicht ablocken. Weil den ersten kann man zwar ablocken, aber dann ist man da kurz gestunt danach. Das ist dann nicht zu empfehlen auf jeden Fall. Da muss man dann fast ausweichen. Aber das geht halt oft schief, das Ausweichen gegen die Laserstrahlen. Weil wenn die in der Nähe einschlagen, trifft einen die Explosion noch eventuell. Und deswegen ist es dann... Ah, fuck! Wo kommt denn der jetzt her? Jetzt habe ich doch fast einen Spezialangriff voll. Mann! Ich hasse Wächter. Die können so nervig sein. Stopp den mal. So, jetzt lad einfach nur meinen Spezialangriff auf. Bockblinzen sind noch da. Okay, gut. Jetzt muss ich aber auch natürlich mehrere erwischen. Immer da nach vorne. Ich meine, der ist ja eh schon fast tot, ne? Mach jetzt einfach mal schnell. Hier. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den Fliegenden treffe, aber der Bodenwächter dürfte, der Blitzwächter dürfte sterben. Doch, ich habe ihn sogar auch getroffen. Okay, ja, perfekt, genau. So wollte ich's. Wunderbar. Okay. Puh, es war jetzt doch auch wieder ein bisschen stressig, ne? So. Stirb. Okay. Zack. Okay. Jetzt sind es übrigens 17 geworden. Ja, das ist nämlich doch ein bisschen eng. Warte mal. Wie mache ich das jetzt am besten? Halt die mal an, die Gegner. Ich mach jetzt mal da einfach irgendwelche Kombos offen drauf, damit die nicht wegfliegen so weit und damit ich schön meinen Spezialangriff aufladen kann. So, zack. Genau, jetzt hier am besten zuerst die Vierer-Kombo, glaube ich, machen und die alle zusammentreiben in dem Wirbel und dann Stars machen und dann noch weiter draufhauen. Ich glaube, das füllt den Spezialangriff ziemlich gut auf. Das ist jetzt aber schon ziemlich eng, in 10 Minuten 17 Wächter zu besiegen, die über die ganze Karte verteilt sind. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr mit Stäben arbeiten. Ja, hervorragend. So, machen wir hier Blitz. Zack.
Okay. So, wunderbar. Ein bisschen draufhauen und Schmetterangriff. Ich will jetzt noch keinen Spezialangriff dann gleich machen. Ich will noch warten, bis ich noch einmal getroffen werde und unter einem Herz bin. Und dann den Spezialangriff erst machen. Das ist sinnvoller. Stopp. Ich muss aber. Ja, jetzt ist wieder ein neuer da. Ja, jetzt muss ich ihn vielleicht doch machen. Weil das ansonsten stressig. Ja, okay, jetzt muss ich ihn machen. Okay. Genau, jetzt halte ich halt wieder einen Treffer aus. Also immer, wenn ich unter einem... Ach komm jetzt. Wenn ich unter einem Herz bin, kann ich halt den... sind sogar zwei hier. Kann ich... Ach komm. Kann ich halt den Spezialangriff machen und dann halte ich halt wieder einen neuen, weiteren Treffer aus danach. Das ist das ganz Gute. Das ist so kacke, wenn einer hinter und, einem, und einer vor einem steht. Das ist richtig dumm. Stopp. Wie schnell der das auch macht, ne? Das macht auch nicht so viel Schaden dafür. Aber ist trotzdem ziemlich fies. Bam. Okay. Komm, jetzt kill den. Okay. Bam. Ja, dann schaffen wir heute doch keine dritte Mission mehr. denke ich zumindest, weil die ist jetzt doch ein bisschen härter. Und länger auch, als ich dachte. Weil ich werde die voll, ich werde 10 Minuten voll ausschöpfen müssen. Ich meine, das Gute ist aber, die kleinen Wächter verfolgen mich ja. Und das ist wirklich gut, weil wenn ich die auch noch alle einzeln abklappern müsste, das würde zu lange dauern. Das würde ich dann von der Zeit her einfach nicht schaffen. So. Bam. Ja, geht so. Das waren jetzt auch nicht so viele Gegner. Ich weiß nicht, ob es das wert ist, die einzelnen Gegner hier zu besiegen, die kleinen, um den Spezialangriff aufzufüllen. Schon wichtig. Ein bisschen vor allem halt für Mifa, weil sie ja den besten Spezialangriff im Spiel hat, wie ich finde. Aber ob ich da die Zeit dazu habe? Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, weil die großen roten Punkte sind ja die richtigen Wächter, sag ich mal, die laufenden oder fliegenden oder so. Und die etwas kleineren roten Punkte, aber auch nicht ganz, ganz klein, aber halt die mit einem schwarzen Rand noch zumindest, sind die Nano-Wächter. Und der hinter mir verfolgt mich zum Beispiel gerade. Aber ganz im Osten auf der Karte ist ja auch noch einer. Wird mich der noch irgendwann verfolgen oder chillt der da? Weil wenn der da bleibt und mir noch selber hinlaufen muss, dann schaffe ich es, glaube ich, von der Zeit her nicht mehr. Deswegen muss ich hoffen, dass der jetzt auch bald hergelaufen kommt. Ja, jetzt habe ich ja auf dem Weg erstmal noch einen. Genau. Hallo? So. Stopp. Okay. Ja, da muss man schon echt ein bisschen taktieren. Weil ich bin von der Zeit her jetzt nämlich hinten. Mehr als die Hälfte der Zeit ist schon weg und ich habe noch nicht die Hälfte aller Gegner besiegt. Also ich bin hinten aktuell. Ernsthaft jetzt? Komm jetzt. Fünfer-Kombo. Bam. Stirb. Okay. Jetzt habe ich aber sogar zwei Spezialangriffe ready. Die muss ich jetzt auch dann einsetzen. Gegen die beiden Wächter hier auf... Was? Gegen die beiden Wächter hier auf einmal. So. Na, könnt ihr nicht... Was machen? Könnt ihr nicht ein bisschen näher kommen? Fuck, jetzt komm halt her, du Fliegender. Warum kommt denn der nicht her? Will der mich verarschen eigentlich? Alter. Jetzt kommt der nicht her einfach. So, Beine sind weg. Warum bin ich jetzt da wieder... Hatte ich nicht über ein Herz? Wurde ich da zweimal getroffen? Ich wurde doch nur einmal getroffen. War das ein Double-Hit? Ich hatte über ein Herz und ich wurde doch nur einmal getroffen. Oder nicht? Gab es da einen Checkpoint? Wahrscheinlich nicht. Doch, gab es sogar. Ja, aber erst bei 4 besiegten Wächtern. Okay. Das muss ich mir dann später im Video nochmal anschauen. So ein Dreck. Aber warum kommt denn der fliegende Wächter auch nicht her? Ist ja voll scheiße. Zack. So, aber alle weg. Jetzt gehe ich mal zuerst auf den noch, weil der Blitzwächter ist ja jetzt schon stark geschwächt. Machen wir einfach nochmal. Ist jetzt egal. Ich habe mir extra 3 Spezialangriffe geholt. Bam. So, da hinten kommt schon wieder ein Nanowächter angelaufen. Ja, die sind echt auch nervig, die Nanowächter. Macht er schon wieder einen Laserangriff. Okay, aber ist gegen die Wand geschält. Gut. Mach mal Bombe einfach. Reicht es jetzt einfach? Komm. Okay, gut. Stirb. Zack. In Zornwächter natürlich jetzt auch noch, ne? Ist ja klar. Ja, die ist schon schwierig, die Mission, finde ich.
Bam. Okay, genau. 5er-Kombo. Und ihn davon abgehalten. Okay, gut. Okay, aber jetzt der ganze im Osten kommt auch hergelaufen. Also ja, um die Nanowächter muss ich mir keine Sorgen machen zumindest. Die kommen alle her. Ist gut. Schnell mach. Okay, gut. Ach komm jetzt, ernsthaft? Kratz halt ab jetzt. Bam. Der Nanowächter, lebt er noch? Ja. So, stopp. Okay. Der Zornwächter kommt nicht hergelaufen, nein, aber der ist jetzt gleich auf meinem Weg, natürlich. Aber die anderen kommen jetzt halt auch noch her, die anderen Nanowächter. Das wird schon noch eng. Boah, die ist echt tricky, die Mission. Wollte ich eigentlich noch eine schön leichte und chillige zum Ende hin haben. Und dann sowas. Ja, das ist natürlich jetzt perfekt. Hervorragend, Dankeschön. Ich muss die alle auf einmal treffen, so viel steht fest. Das ist so kacke, wenn vor und hinter einem welche sind. Okay, ich treffe glaube ich alle. Ich muss es tun. Ich darf nicht verlieren. Aber das ist jetzt immer noch ein bisschen doof. Weil ich muss dann gegen noch zwei weitere Nanowächter auch kämpfen. Und halt noch den Zornwächter killen. Wird schon noch ziemlich eng. Aber jetzt kann ich halt die hier alle auf einmal killen. Das ist ganz gut. Bam. Okay. Na, ja, da ist jetzt schon wieder ein neuer, ja. Und von der anderen Seite kommt eben auch noch einer. Scheiße. Was? Wovon wurde ich jetzt getroffen? Wovon wurde ich getroffen? Ich habe das gar nicht gesehen. Was hat denn der für einen Angriff gemacht? Gab's einen neuen Checkpoint? Ja. Aber hier, ist das so toll? In 3,5 Minuten jetzt noch diese ganzen Gegner besiegen? Mann, ist die nervig, die Mission. Ich hasse Wächter mittlerweile so sehr. Ja, jetzt habe ich halt noch 1,30 gegen den Zornwächter. Aber das wird halt nichts mehr. Und ein anderer, ein kleiner ist sogar auch noch übrig, aber der wird gleich noch herkommen. Aber trotzdem, das ist jetzt ein bisschen kacke. Aber ja, ich muss hier wieder Stäbe benutzen, hilft nichts. Zack. Ich finde, die ist ziemlich schwer, die Mission tatsächlich. Habe ich nicht erwartet. Aber ist echt überhaupt nicht einfach. So, jetzt muss ich halt auf den Nanowächter Outline noch aufpassen. Da habe ich ja richtig Bock. Aber der hält auch noch so viel aus. Zack, stopp mal. Aber wie habe ich jetzt den nicht erwischt? Spezialangriff? Okay. Ich muss es tun. Ich darf nicht verlieren. Wenn ich die Beine jetzt weghauen könnte, das wäre gut. Aber ich nehme gleich nochmal den Stab einfach dann. Dann ist alles gut. So. Zack. Blitz. Okay. Wunderbar. So, los. Bahn. Okay. Der ist tot. Der Nanowächter, jetzt nur noch der Zornwächter. Dann haben wir es gleich. Eieiei. Ja, wie gesagt, ich finde, die ist echt hart, die Mission. Jetzt nicht mehr abkratzen übrigens. Mann! Es wird sogar von der Zeit her noch hängen. Ich muss eigentlich noch mehr Stäbe benutzen, weil ich habe seine Beine auch nicht weggehauen. Ja, hilft nichts. Zack. Eis könnte ich auch benutzen. Dann muss ich nicht nur Blitz benutzen. Der ist ja auch hier in der Nähe vom Wasser. Wäre vielleicht besser. Zack. Mann, ey. So, einfach noch Eis schnell. Bam. Einfach alle Stäbe rausballern. Aber ich muss halt jetzt noch schaffen. Pass auf, jetzt gleich kommen nochmal 3 neue Zornwächter. Besiege die auch noch innerhalb der Zeit. Bam. Ja, das war's. Huiuiui. Schwerer als erwartet. Ja, einige von den Wächtermissionen haben schon echt in sich. Ja, ich finde immer noch, ein einzelner Wächter ist überhaupt kein Problem. Aber wenn es nur 2 sind, ist es schon um ein Vielfaches schwieriger, halt vor allem wegen ihrem blöden Laserangriff. Weil vor allem, wenn halt einer vor einem und einer hinter einem steht, dann kann man halt manchmal nicht so viel machen dagegen, weil Ausweichen ist gegen die Laserstrahlen nicht immer das Klügste. Weil selbst wenn man ausweichen kann, die Explosion dann, wenn der Laser auf dem Boden auftrifft oder so, kann einen trotzdem noch treffen. Aber sehr viele Waffen bekommen Mifa hier. Die kann einen trotzdem noch treffen, aber abblocken kann man halt auch nicht, weil man ja von hinten her nicht sicher ist. Darug ist sogar vielleicht hier am besten in solchen Wächtermissionen, weil er halt mit seinem Schild da easy alles abblocken kann, egal von wo aus. Aber für Mifa war das echt kein Problem, oder nicht, es war schon ein Problem für Mifa, obwohl sie ja eigentlich auch defensiv sehr stark ist, weil sie sich ja immer wieder hochheilen kann. Ich habe aber trotzdem ein paar Äpfel hergeben müssen, also echt ziemlich schwierig die Mission. Aber vielleicht habe ich mich auch noch blöd angestellt. Das ist auch immer möglich.
Okay. Auf jeden Fall würde ich dann jetzt erstmal sagen, Beschützerinstinkt wieder von Mifa. Noch schwierigere Mission, yippie. Würde ich erstmal sagen, war es hier für diesen Part von Let's Play Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Beim nächsten Mal würde es dann noch mehr Nebenquests geben, yippie. Ich werde auch wieder viele normale Kämpfe machen, damit ich wieder mehr Steine aus einer anderen Welt bekomme, um dann einen weiteren Charakter wieder upgraden zu können. Koga eben hier oder Link mit der Lanze oder Mifa eben. Das wäre eigentlich jetzt gerade eben schon ganz gut gewesen. Aber ich habe halt eben nicht genügend Steine dafür aktuell. Deswegen hoffe ich, dass ich da noch viele weitere bekommen kann mit weiteren Schlachten und dass ich dann mich noch schön weiter upgraden kann. Gut. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.